Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Oberhavel-Update hier von der Oberhavel-Map. Vom neuesten und größten Streckenabschnitt, der ja gerade in der Arbeit ist. Wir sind hier in Malz, hat man bestimmt schon im Einspieler gesehen. Das ist jetzt hauptsächlich da, wo ich mich gerade aufhalte und baue. Und hier ist auch die offizielle Endhaltestelle von der 804, nämlich Malz Anker. Benannt nach den... Nach der Gaststätte da vorne, da gehen wir gleich nochmal hin. Auf jeden Fall hier ist die Endhaltestelle direkt an der Feuerwehr Malz. Und da habe ich hier diesen Stromkasten ein bisschen original nachempfunden mit Bilder und alles. Finde ich echt cool aus, richtig realistisch. Ja, heute im Video zeige ich euch auf jeden Fall erstmal meinen Stand. Also wir sind hier an der Endhaltestelle. Ist aber noch ein Stückchen zu tun, bis ich einmal rum bin und dass der Abschnitt dann fertig ist. Könnt ihr auch gerne im Stream verfolgen oder im Discord von mir, alles unten verlinkt, wie da so der Stand jetzt gerade ist. Ich glaube, ich versuche auch einmal die Woche live zu streamen, genau, ich schaffe es eigentlich fast immer einmal die Woche. Da kann man dann auch mal gerne vorbeischauen und sich gerne auch einbringen mit Ideen für die Oberhavel-Map und auch im Discord gibt es einen Ideen-Channel. Also alles rund um die Oberhavel-Map im Discord oder ja, doch hauptsächlich im Discord. Ja, hier ist ein kleiner süßer Kreisverkehr. Finde ich ganz cool. Und hier ist halt, wie gesagt, der Malz Anker, die Gaststätte. Und da in die Richtung muss ich noch bauen. Ja, Malz ist halt noch ein kleines Dorf nach Friedrichsthal. Somit sind ja zwei Dörfer dann im neuen Abschnitt mit drinne. Und jede Menge Haltestellen. ja, heute im Video auch... Betriebsplan 2.0 nenne ich wahrscheinlich auch das Video so ein bisschen, weil ich habe ein paar Sachen zum Betriebsplan herausgefunden und wie man unter anderem auch einzelne Haltestellen mal zwischendurch weglassen kann, die halt dann nicht ganz täglich angefahren werden. Das zeige ich euch einmal gleich im Anschluss, nachdem ich euch hier meinen Stand gezeigt habe. Also noch so ein kleines Tutorial zum Betriebsplan erstellen. Wie gesagt, gleich im Anschluss. Jetzt würde ich erstmal... Ja, also hier von die Seite kommt nachher der Bus. Der fährt hier in eine Richtung. Der fährt nicht zwei Richtungen lang. Also der kommt von hier und fährt hier lang. Am Gaststätte vorbei, also muss man dann hier schön umdrehen. Und dann hier an die Endhaltestelle. Und dann fährt er in die Richtung weiter. Das heißt, hier ist ein nahtloser Übergang. Man muss nicht drehen, sondern fährt dann einfach geradeaus weiter. So ein riesen Kreisverkehr im Prinzip. Ja, dann habe ich jetzt hier die Tage die ganzen Kleingärten gemacht, wo ich schon... Das hat mir einiges an Zeit gekostet. Und das mache ich mal hier ein bisschen... die Sicht verbessern, oder? Ist jetzt so ein bisschen blindet, so ein bisschen...
ein bisschen mehr. Ja, viele Kleingärten und ja, ein bisschen mittelgroße Häuser dabei. Und Zäune, Hecken, Büsche. Also es hat wieder einiges an Zeit gekostet, das alles zu bauen. Ja, hier sieht man ja dann schon weit auf der rechten Seite. Links sind noch Häuser und dann kommen Kleingärten jede Menge, wo man dran vorbeifährt. Hier sind sogar noch Oberleitungen, Stromoberleitungen. Ja, hier auch noch Kleingärten und dann geht's, fliegen wir ein bisschen schneller durch den Wald. Gleich nach Damswalde ist so ein kleiner Besiedlung, sage ich mal, in Friedrichsthal. Hier beginnt dann Friedrichsthal über eine ganz kleine Brücke. Kommt wirklich bloß auch ein Auto rüber. Hier dann wieder ein bisschen anderes Layout, die Häuser ein bisschen versetzter nach hinten. Sieht schon wieder ganz anders aus wie Malz und mehr Bäume an der Straße, das ist in Malz halt nicht. Das finde ich, ist so, sieht man auch ganz gut den Unterschied. Und ja, auch wieder Gärten, Zäune, natürlich auch Haltestellen. Hier geht dann der Waldweg rein, wir müssen dann hier links, das ist übrigens halt die Fahrtrichtung vom Bus, die wir gerade abfliegen. So, hier dann rechts und links Wiesen. Ja, ich habe auch geguckt, dass man wieder von schön weit rüber gucken kann. Hier gibt es auch Oberleitungen, Stromoberleitungen. Ja, dann geht es hier weiter. Alles relativ eng. Ich habe auch zwei Richtungen eingestellt beim Verkehr, dass hier auch wirklich in zwei Richtungen fahren wird. Hier eine sehr kleine Haltestelle. Ohne irgendwas. Dann geht es hier weiter. Ja, eine sehr schöne Kurve hier bei den Pferden. Geht es dann auch auf eine Brücke zu, wo auch nur ein Auto rüber passt. Ein bisschen längere Brücke auch. Dann geht es hier wieder weiter. Ist ein Pferdehof. Noch ein Reitplatz am Pferdehof. In den Bäumen drin. Und dann geht es hier noch ein bisschen größere Häuser weiter. Hier nochmal ein flaches Haus, bevor man hier über die Wiesen fährt. Hier sind jetzt noch Pferde auf der Seite neu zu hinkommen. Das war vorher noch nicht. Der Seite, hier muss ich noch ein bisschen Abschluss machen mit Bäumen. Aber da machen wir dann nochmal einen Detailstream, wo ich nochmal die Feinheiten dann mache, wenn das alles erstmal fertig ist. So, dann kommen wir hier rein ins Dorf. Natürlich eine Kirche gehört in jedes Dorf. Hier dann auch nochmal ein Spielplatz. Da hinten ist dann auch nochmal eine Feuerwehr. Hier dann eine Haltestelle. So, und hier fährt der Bus dann wieder zweispurig. Das heißt, hier fährt der Bus dann in die Richtung nach Malz. Dann kommen wir da halt da an diesen Gaststätte an, wo wir gerade waren. Und von hier kommt der Bus und fährt dann hier weiter. Dann die Dorfstraße lang in Friedrichsthal. Sieht auch schon wieder ganz anders aus, weil die Häuser sehr dicht dran stehen. Dann kleinere Bäume. Also sehen schon, man sieht schon mal einen Unterschied, wo man gerade ist. Also hier die Haltestelle, wo man dann auch mal eine Haltestellenbucht hat. Ja, und dann geht es hier raus aus dem Dorf und da habe ich schon den Bereich umgeladen. Da kommt dann nochmal ein kleiner Vorort. Hier hinten, der aber auch schon fertig ist und dann der lange Wald. Ja, also ist schon ein echt langer Abschnitt, der da hinzukommt. Ich bin mal gespannt, wie das dann so, was das an Zeit ausmacht. Also ich denke mal, die Linie wird sich schon mindestens verdoppeln von der Zeit. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Also ist schon ein ganz großer Abschnitt, deswegen dauert es auch ein bisschen länger, den zu bauen. Und ich will ja auch so viel wie möglich Details dann auch einbauen, dass es halt nicht so langweilig aussieht und so original irgendwie, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, gut, jetzt würde ich sagen, wir springen mal ins Spiel und da zeige ich euch dann mal die Sachen zum Betriebsplan. Also, bis gleich. So, da sind wir jetzt im Game. Ich habe mal die Oberhavel-Map aktiviert und ich zeige euch jetzt mal die Sachen zum Betriebsplan. Ich habe ja schon mal ein Tutorial hochgeladen, also es soll jetzt nur eine Ergänzung sein, deswegen werden wir jetzt nicht ganz so detailliert das machen. Erstmal kopiere ich mir einfach mal diesen Plan. Da gehe ich auf rechte Maustaste auf Kopieren.
Dann habe ich hier die Kopie. Und dann wähle ich den mal aus und dann wähle ich mal Editor öffnen. So. Hier würde ich jetzt einfach erstmal auch rechte Maustaste und alle löschen. Okay, ich muss jetzt einmal neu machen. Wenn wir einmal neu machen, ist dann hier ein Betriebsplan, dann kann ich nämlich den hier auch löschen. Mal zurück, löschen. So, jetzt haben wir hier die 001 nur, da haben wir ja auf rechte Maustaste einmal neu gemacht. Und den können wir jetzt mal umbenennen. Das nennen wir jetzt einfach mal die 555. Jetzt haben wir hier auch die 555. Erste Neuerung, damit man bei der Anmeldung bei der Linie auch die Nummer eingeben muss. Rechte Maustaste, Setzer-ID. Dann kann man hier auch die 555 setzen und dann muss man halt im Spiel dann da auch die 555 setzen. Also, dass man dann auch halt die Linie auswählt im Spiel. Das ist halt dann Setzer-ID. Das habe ich jetzt relativ neu erst mit drin, auch in der Oberhafe-Map. So, dann haben wir ja hier die Haltestellen. Werden wir jetzt erstmal alle Haltestellen auswählen, die wir brauchen. Doppelklick, ne, auf hier oben, dann sieht man, das Kästchen ist blau. Und jetzt sieht man, Vorwärtsroute wollen wir bearbeiten. So, jetzt wählen wir hier einfach mal als erstes auf jeden Fall das Depot aus und die Parkplätze. Das so an dem Bug. Nehmen wir jetzt einfach mal, dann nehmen wir einfach mal hier diese Haltestelle. Und dann geht das los. So, Malibu City und wir sind falsch rum, sieht man jetzt hier schon. Das heißt, wir müssen die nochmal wegmachen. Wir müssen doch andersrum. So, jetzt. Ist das egal, wie in welcher Reihenfolge man die auswählt? So, jetzt nochmal. Jetzt sieht man auch, der Pfeil ist richtig. So, jetzt soll noch nur ein Beispiel sein. Wir machen nur ein paar Haltestellen. Wir machen hier einfach mal so einen Kreisverkehr, weil wir können ja auch hier anhalten. In der Freiburger Straße. Und dann geht es eigentlich schon wieder zurück zum S-Bahnhof Oranienburg, theoretisch. Das lasse ich jetzt einfach mal so, ist ja ein Beispiel. So, jetzt haben wir die Linie. Dann hier brauchen wir jetzt nichts weiter einstellen. Jetzt gehen wir auf dieses Menü. Jetzt sieht man hier die Routen. Wir haben jetzt nur eine Vorwärtsroute bearbeitet. Könnten jetzt natürlich noch eine Rückwärtsroute. Vielleicht sollte ich doch lieber eine Rückwärtsroute bearbeiten. Moment. Wir machen mal die nochmal weg. Wir fahren mal doch weiter geradeaus. Wir machen mal die Oldschool-Linie bis Gedenkstätte. So, jetzt gehen wir hier auf Rückwärtsroute bearbeiten, wählen hier den Parkplatz für die Rückroute aus und machen hier wieder eine Haltestelle. Pendle einmal rein. Also für die Tour, für die erste Route ist auf jeden Fall wichtig, alle Linien Haltestellen reinzunehmen, die drin sein sollen. Man kann das dann gleich nochmal differenzieren und Haltestellen, die nicht angefahren werden sollen, rausnehmen. So, und dann haben wir hier die Endhaltestelle. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hin und zurück dieselben Haltestellen drin. Jetzt gehen wir hier rauf. Hier sieht man dann das Oranienburg bis Gedenkstätte, die 555, die Pausenparkplätze, Parkplätze und die Haltestellen. So, jetzt muss man noch den Pausenparkplatz für die Route auswählen. Wir sind jetzt hier auf der Hinroute, das heißt, wir starten hier. Deswegen das Pauseparkplatz Depot. Jetzt sieht man auch, der ist jetzt an. Route 2 hat den Pause Gedenkstätte. Damit der im Spiel halt auch dann zum Pauseparkplatz fährt, wenn man halt eine Pause hat. Deswegen muss man den hier nochmal auswählen auf jeden Fall. So, ansonsten kann man jetzt hier eine Route kopieren. Das ist jetzt relativ neu, was ich entdeckt habe. Da geht man auch wieder rechte Maustaste und dann sagt man kopieren. Schon hat man hier eine Route 3. Und jetzt könnte man die auch nochmal kopieren. Jetzt hat man eine Route 4. So, die Standardroute ist die 1-2, die fährt halt komplett 9 Minuten lang alles ab und dann gibt es hier die Route 3 und die soll jetzt einfach achso, wartet mal, jetzt habe ich gleich einen Fehler gemacht. Nochmal löschen. Also wir kopieren uns einmal die Hinroute und wir kopieren uns einmal die Rückroute. Genau.
So, die Route 3 ist jetzt wie die Route 1. Plus die Route 3 soll jetzt zum Beispiel die Gedenkstätte nicht anfahren. Das heißt, wir machen hier einfach einen Klick drauf und schon ist raus. Und schon geht die Linie auch nur 7 Minuten. Und jetzt soll zum Beispiel der Bus auch nicht an der Pikanstraße halten. Nehmen wir den raus. Jetzt sehen wir hier, die Zeiten haben sich nicht verändert. Wir könnten nochmal Rechtsklick machen und Reisezeit erneut berechnen. Jetzt haben sich die Zeiten auch geändert auf 5 Minuten. Und jetzt können wir auch die Rückroute machen. Da sagen wir jetzt dasselbe, der soll an der Pikanstraße und Gedenkstätte nicht halten. Machen nochmal rechte Maustaste, Reisezeit neu berechnen. Und jetzt haben wir hier auch wieder 5 Minuten drin. Und nur halt 4 Haltestellen. Und so kann man x-beliebige Routen einstellen. Man kann auch nochmal die Route 1 kopieren. Und sagen, in der Route 5 fährt er jetzt nur von Erst-Oranienburg zur Gedenkstätte durch. Machen nochmal Reisezeit neu berechnen. 5 Minuten fährt er da. Und das ist dann halt die Route 5. Und das kann man jetzt alles dann so viele Routen erstellen, wie man will. Und das kann man dann hier halt im Kalender eintragen. So, jetzt haben wir zum Beispiel mal, die Linie fährt allgemein um 7 Uhr los. Und jetzt muss man hier halt die Route auswählen. Wir sind ja jetzt auf der Hinroute. Hier haben wir die 1, 2 und 3. Die 5, die 1, 3 und 5. Die 5 fährt ja jetzt komplett durch zur Gedenkstätte. Die 3 lässt andere Pikanen und Gedenkstätte weg. Und die 1 ist die normale. So, jetzt wählen wir einfach die 1 aus. Das ist halt die normale dabei erstellen. Wir sagen mal, die fährt alle 20 Minuten. Und machen die Zeit bis, gehen hier einfach durch, dann setzt er das komplett. Na, bis 0 Uhr ist ein bisschen lang. Machen wir mal bis 22.03 Uhr. Enter. So, jetzt haben wir aber die Routen noch nicht verändert. Das machen wir gleich. Jetzt machen wir noch die Rückroute. Die fängt mal einfach auch um 7 an. Hoch mit der 2. Die 2 ist die normale und die 4 ist die ohne an der Pekanstraße und ohne Gedenkstätte. Machen wir hier dann auch Intervall erstellen, auch alle 20 Minuten und bis 22 Uhr. Bam. So, und jetzt wollen wir zum Beispiel, dass der Bus hier, das war jetzt falsch, ich muss mal rausgehen. Jetzt wollen wir zum Beispiel, dass der Bus hier, machen wir linke Maustaste drauf, eine kurze Linie fährt. Deswegen sagen wir hier rote editieren und sagen hier, wieder soll die 3 fahren. Sieht man auch, der Strich ist jetzt schmaler geworden. Rote editieren, 3 fahren. Und das sagen wir mal jetzt einfach bis um 8 fährt er die kurze Linie und genauso zurück. Fährt er dann die 4, ist ja die kurze Zurücktour. 4. So. Jetzt fährt er halt 4 mal kurz und dann fährt er in die lange Linie rein. Und jetzt sagen wir einfach, mittags soll er einfach zurück die 4 fahren. Und hier soll er mittags sogar nur die 5 fahren. Sieht man, ist jetzt noch schmaler geworden. Hier ist jetzt nur zur Gedenkstätte. Und hier fährt er dann wieder normal. Und hier sagt man jetzt einfach, abends soll er wieder die 5 fahren, die letzten. Das kann man dann x-beliebig mischen. Man hat ja oftmals Linien drin, wo halt die Haltestellen nicht alle angefahren werden. Bei mir auch zum Beispiel das Gewerbegebiet wird ja abends dann auch nicht mehr angefahren. Das kann ich dann alles super einstellen. Deswegen wird es in Zukunft die N84 nicht mehr geben, weil ich das jetzt alles in der 804 mit drin habe dann. Die fährt dann halt rund um die Uhr und nachts fährt sie dann halt ohne Gedenkstätte und ohne Gewerbegebiet. So, und jetzt habe ich das ja alles eingestellt. Natürlich könnte man auch, wir machen das mal bei Samstag, sagen, der fährt hier um 7 Uhr, kann man dann gleich die 3 auswählen. Und dann kann man hier den Intervall erstellen, also weiß ich nicht, 30 Minuten. Und dann so lange, wie er denn die 3 nur fährt, und dann macht man Enter. Und dann kann man hier wieder einen nächsten Punkt setzen und sagen, hier fährt er dann die 1. Intervall erstellen und dann fährt er hier ein paar Mal die 1. So könnte man das auch machen, aber man kann auch erstmal alle komplett dieselbe machen und die dann hinterher bearbeiten. Das würde ich dann halt auch nochmal zeigen. So, jetzt gehen wir mal hier rein und jetzt kann man natürlich von Montag bis Samstag die Schichten anlegen sozusagen, die Touren. Und dann kann man wie gehabt hier auswählen. Jetzt ist er blau. Sieht man natürlich jetzt sehr schlecht, weil es sehr schmal ist. Dann die Rücktour. Hier fährt er dann halt abwechselnd die blaue. Und dann
Hier wird sogar jetzt hellblau, aber vielleicht ist hier auch nur dunkelblau, weil der zu schmal ist. Und dann wechselt man immer hin und zurück und das kann man ja machen, wie man möchte. Dann machen wir zurück, dann machen wir die nächste Tour, die 2. Da startet er mal da und fährt dann wieder hin und her. Und so muss man dann halt die Touren füllen. Und dann hat man ja hier den Tourenübersicht, wo man dann von die Zeiten sieht und wann, wie, welcher Bus fährt mit Wendekreis ist hier. Ah nee, das ist die Pausenzeit hier. Und gelb ist der Wendekreis. Sieht man hier ganz schmal und hier ist halt blau Pause. Und dann fährt man die nächste Tour wieder zurück. So, und das war es im Prinzip schon zum Betriebsplan. Eine kleine Ergänzung nochmal. Hoffe, es hat euch vielleicht geholfen und gefallen. Und auch der Stand der Map, wie gesagt. Discord gucken oder auf Twitch, da bin ich auch öfter mal live und im Stream. Und ja, der Plan ist jetzt erstmal die Map eventuell im Oktober irgendwann die Erweiterung zu veröffentlichen. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, dann war es das schon mit diesem Video. Ich will es jetzt auch nicht so in der Länge ziehen. Und das lösche ich wieder. Den brauchen wir nämlich nicht. So, weg ist er. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da unter deinem Video und dann eine schöne Zeit noch und vielleicht bis zum im Live. Bis dann, ciao.